Zu einem sogenannten Gedankenaustausch mit Landeshauptmann Christopher Drechsler wurde kürzlich in den prunkvollen Kaisersaal des Benediktinerstiftes St. Lambrecht geladen. Viele Bürgermeister des Bezirks, Parteifunktionäre, Organisationen und Unternehmer waren dieser Einladung gefolgt. Ja, ich habe die große Freude gehabt, heute schon den ganzen Tag in Murau Gespräche führen zu dürfen. Ich habe mich mit Vertretern aller Gemeinden des Bezirks Murau getroffen und habe daher einen guten Überblick darüber gewinnen können, was es alles an aktuellen Projekten, an Initiativen, an Visionen für die Region gibt. Ich habe mich auch mit Vertreterinnen und Vertretern des LKH Stolzalpe getroffen und bin sehr froh, dass es bei diesem so wichtigen Haus für diesen Bezirk immer wieder Ideen gibt, wie dieses ganz besondere Landeskrankenhaus auch in Zukunft sozusagen innovativ sein kann, für die Patientinnen und Patienten aus der ganzen Steiermark da sein kann. Und ich freue mich jetzt über viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträgern, um noch einiges von diesem Spirit of Murau einzusaugen. Das gemeinsame Gespräch suchen und sagen, wo der Schuh drückt, dazu gab es in diesem Rahmen die perfekte Möglichkeit. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Menschen ins Gespräch kommen. Und ich finde es außerdem sehr, sehr wichtig, dass der Herr Landeshauptmann hinhört. Aus diesem Grund ist er heute auch da bei uns im Bezirk Murau. Wir haben eine sehr bunte Runde eingeladen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass er hört, wo drückt die Menschen der Schuh. Wo drückt die Menschen der Schuh im Bezirk Murau? Also wir haben ganz viele Dinge, wo uns der Schuh drückt. Wir hätten gern im Verkehr ein bisschen eine Verbesserung. Wir hätten gerne die Murtalbahn ausgebaut. Das Gesundheitssystem ist ein Thema, das uns betrifft, so wie viele andere Bezirke auch. Wir möchten aber ein bisschen eher über das reden, was wir haben. Wir neigen nämlich dazu, immer zu sagen, was wir nicht haben. Ich darf ja in der ganzen Steiermark unterwegs sein. Und da gibt es durchaus Bezirke, die uns immer beneiden über Dinge, die wir haben, die nicht haben. Und ich glaube, im Bezirk Murau haben wir sehr, sehr gute Entwicklungen. Wir haben seit sehr, sehr langer Zeit, seit fast 3 Jahren, die niedrigste Arbeitslosenquote. Das heißt, wir haben de facto Vollbeschäftigung. Wir haben es geschafft, die Straßensituation zu verbessern. Wir haben es geschafft, die Stolzalpe zu halten. Das war nicht immer so selbstverständlich. Wir werden sie im Moment, also wir arbeiten daran, auch sie wieder ein bisschen auszubauen. Wir haben jetzt 4 Beobachtungsbetten dazu bekommen für die Interne. Also es tut sich auch in diesem Bereich einiges. Und ich glaube, dass wir in der Summe gesehen sehr, sehr positive Entwicklungen in unserem Bezirk haben. Wir müssen nur anfangen, hinzuschauen und sie auch zu sehen. Und ich glaube, dann können wir sehr, sehr stolz sein auf die Entwicklungen. Die Gastgeberrolle nahm das Benediktinerstift gerne an. Es ist prinzipiell so, dass wir unser Kloster auch verstehen als eine Begegnungsstätte unterschiedlichster Art und Weise. Und gerade nach den Zeiten von Covid-19 und dergleichen mehr und den vielen Beschränkungen merkt man, wie wichtig es ist für die Leute, dass sie zusammenkommen können, unkomplizierterweise miteinander reden können, sich austauschen können. Und dafür bieten wir natürlich in unseren Räumlichkeiten, die ja ein gewisses faszinierendes Ambiente darstellen, bieten wir die recht gerne an. Also ich finde es aus zweierlei Gründen sehr, sehr wichtig. Einerseits glaube ich, dass es immer ganz wichtig ist, ins Gespräch zu kommen, viele Dinge zu diskutieren, auch auszureden. Und der zweite Punkt ist, wenn der Landeshauptmann in den Bezirk kommt, ist es auf jeden Fall leichter, ihm unsere Sorgen, unsere Themen selbst zu sagen. Und er kann sich selbst ein Bild machen, wie es uns im Bezirk Murau tatsächlich geht. Was sind eigentlich die aktuellen Themen, mit welchen Ängsten, mit welchen Themen beschäftigen Sie sich im Moment, die Leute im Bezirk Murau? Also ich glaube, die Themen sind nicht nur im Bezirk, sondern Steiermark und österreichweit momentan fast die gleichen. Das heißt, das sind Teuerungen, das sind Inflation, das sind Ängste vieler Bürger, dass das Geld am Monatsende nicht mehr reichen kann. Was würden Sie sich wünschen für die Bürger in Ihrem Bezirk? Also ich wünsche mir 2 Dinge. Einerseits, dass in Europa und auf der Welt Frieden herrscht. Ich glaube, das ist mit Sicherheit eine Voraussetzung, dass es auch in vielen Dingen besser geht. Und ich wünsche, dass es uns im Bezirk Murau weiterhin gut geht und dass wir den Standard, den wir haben, auch halten können und nicht in Zukunft darum kämpfen müssen. Ja, also von unserer Warte aus, und ich spreche eben für das Team auf der Stolzalp, ist es extrem wichtig. Wir sind der größte Arbeitgeber im Bezirk. Und neben unserer Expertise ist natürlich wichtig, den Standort zu sichern, auch für die Zukunft. Und da braucht man den direkten Draht. Und das ist natürlich sehr erfreulich, wenn der Herr Landeshauptmann auch in die Regionen rauskommt, weil man muss die Anliegen der Leute hören. Und das ist ganz ein wichtiges
wichtige Sache, um eben dann auch entsprechende Entscheidungen zu treffen. Landtagspräsidentin Manuela Kohm zieht trotz aktueller Problematik die Entwicklung im Bezirk sehr positiv. Das wird auch an den Menschen des Bezirkes liegen. Die Politik kann einige Rahmenbedingungen machen, daran arbeiten wir jeden Tag. Unsere Bürgermeister in allen 14 Gemeinden arbeiten sehr, sehr daran, ihre Gemeinden nach vorne zu bringen, und gemeinsam versuchen wir, einen guten Rahmen zu machen. Aber es liegt an den Menschen, ob ein Bezirk sich entwickelt oder nicht. Und ich war in den letzten Wochen ganz, ganz viel im Bezirk unterwegs. Wir haben wahnsinnig viele junge Menschen, die engagiert sind, die sich wirklich reinhauen, die ehrenamtlich ganz viel tun. Überall heißt es, wir haben zu wenig Ehrenamtliche. Ich war vor kurzem bei der Musik. Wir haben mehr Teilnehmer jetzt in unseren Musikvereinen als wie vor der Pandemie. Also das stimmt nicht. Im Bezirk Mura ist vieles auf einem sehr, sehr positiven Kurs. Ich möchte mich bemühen, ich bin jetzt seit 4 Monaten Landeshauptmann, ich möchte mich bemühen, wirklich als Anwalt der Steirerinnen und Steirer insgesamt da zu sein. Und ganz besonders wichtig ist mir, dass wir kein Land der zwei Entwicklungsgeschwindigkeiten sind. Dass wir es nicht zulassen, dass wir einerseits einen dynamischen Ballungsraum haben und andere ländliche Räume zurückbleiben. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiges Thema auch für den Bezirk Mura, wo es einfach darum geht, diese dynamische Bewegung in die Zukunft auch zu finden. Das Land ist hier ein Partner, der Landeshauptmann ist mit Sicherheit ein Partner. Danke. Dankeschön. Danke. Bitte sehr.